Hansa Rostock, du hast gestrahlt. Mit einem Meer aus Fanschals und Handylichtern starteten unsere Profis am vergangenen Freitag ins Flutlichtspiel gegen den VfL Osnabrück. Mit Erfolg. Das Team von Cheftrainer Pavel Dotschev nahm nämlich die tolle Atmosphäre auf und konnte sich in einem packenden Duell am Ende mit 2:0 durchsetzen. Sehr emotional und spannend. Ich denke, die erste Halbzeit war ganz gut von uns. Da sind wir sehr gut reingekommen, auch mit dem frühen Tor. Haben die erste halbe Stunde gut gespielt, hatten die Spielkontrolle. Danach haben wir es ein bisschen schleifen lassen und dann gerade in der zweiten Halbzeit nicht mehr den Zugriff gehabt, nicht mehr die Zuordnung, keine Entlastung mehr geschaffen, wodurch es dann eben sehr, sehr spannend wurde. Aber am Ende dann durch die kämpferische Leistung war es dann trotzdem verdient, denke ich. Oliver Hüsing brachte Hansa bereits nach wenigen Spielminuten in Führung, musste dann aber viele Angriffe der Niedersachsen abwehren. Kein Wunder, dass die Entscheidung durch Marcel Hilsner wie eine Erlösung für Olli und Co. war. Ja, erstmal haben wir uns geärgert über den Freistoß, weil er aus unserer Sicht einfach gar keiner war. Aber das muss man dann schnell abhaken und das Ding einfach verteidigen. Das haben wir dann gemacht. Und dann haben wir, glaube ich, alle zusammen im Lauf Hilse die Daumen gedrückt, dass er da so durchmarschiert, wie er eben durchmarschiert ist. Und der Jubel hat dann, glaube ich, gezeigt, dass uns allen Stein vom Herzen gefallen ist. Einfacher und weniger spannend wird es für die Kogge in dieser Woche aber nicht. Hansa gastiert zu Beginn des 14. Spieltags beim aktuellen Höhenflieger aus Unterhaching. Die Spielvereinigung gewann nicht nur alle 5 zurückliegenden Drittligaspiele, die Bayern ließen auch kein Gegentor zu. Zuletzt siegte der formstarke Aufsteiger sogar beim 1. FC Magdeburg, womit nur wenige gerechnet hätten. Ein Stück weit schon. Weil in Magdeburg zu gewinnen ist nicht so einfach, aber das spricht eben für ihren Lauf und ist eine sehr eingespielte Truppe, die jetzt wirklich fast unverändert aus der Regionalliga hochgegangen ist. Und das wird wirklich ein dickes Brett, was wir da zu bohren haben. Die gute Nachricht war Hansa, bis auf Marcel Ziemer und Xhaka konnten in dieser Woche alle FCH-Profis mittrainieren. Pavel Dotschev steht also vor der Qual der Wahl, wen er am Donnerstag mit nach Bayern nimmt. Anstoß im Altenbauer Sportpark ist Freitag 19 Uhr. Das Hansa-Fanradio überträgt das Nord-Süd-Duell wie immer live für euch. Wer auf Ölgemälde steht, der kommt vor dem Auswärtsspiel der Profis am besten nochmal ins Ostseestadion. Im Foyer unserer Heimspielstätte werden bis Donnerstag von 10 bis 15 Uhr diverse Kunstwerke von Hansa-Legende Wolfgang Bartels ausgestellt. Die einzigartigen Bilder hat der frühere Rechtsaußen selbst angefertigt. Mit jedem verkauften Gemälde wird der Nachwuchs des FCH unterstützt. Apropos Nachwuchs. Für unsere A-Junioren verlief der jüngste Spieltag genauso erfolgreich wie für die Profis. Am Sonnabend konnte sich die Elf von Cheftrainer Paul Koering mit 3:1 gegen den FC Carl Zeiss Jena durchsetzen und damit den 4. Saisonsieg einfahren. Jena war extrem stark, auch wie erwartet. Unsere Jungs haben gut dagegen gehalten, haben den Plan gut umgesetzt. Wir hatten in der Defensive eine Struktur, die wir ein bisschen umgestellt haben die Woche. Die Jungs haben das gut umgesetzt, haben dadurch auch gute Umschaltaktionen gehabt bei den Balleroberungen in der Offensive. Haben auch ein bisschen Glück gehabt, ganz klar, dass du sofort die Tore machst. 1-0, 2-0, 3-0. Klar kriegen vor der Halbzeit noch das 3-1. Danach in der zweiten Halbzeit war es dann ein bisschen wild. Da haben wir uns ein bisschen reindrängen lassen, aber Jena hat einfach eine gewisse Klasse. Und am Ende sind wir Gott froh, dass wir diese 3 Punkte mitgenommen haben. Als nächstes trifft die U19 auf den vorletzten SV Empor Berlin. Um die oberen Tabellenplätze nicht aus den Augen zu verlieren, soll der nächste Dreier her. Also Empor dürfen wir nicht unterschätzen, das ist klar. Die haben jetzt zu Hause im letzten Spieltag 2-2 gegen Halle gespielt. Halle gewinnt davor noch gegen Magdeburg 1-0. Also in der Liga darfst du nicht Ergebnisse gucken. Tagesformabhängig alles. Wir bereiten uns die Woche gut vor, wollen natürlich gewinnen. Deswegen fahren wir dahin, das ist ganz klar. Und ich gehe fest davon aus, dass wir dort 3 Punkte holen. Wann die A-Junioren und unsere weiteren Leistungsteams spielen, seht ihr hier. Und wir bleiben bei den jungen Talenten. Auf dem Gelände der Nachwuchsakademie ist in diesen Tagen nämlich ganz schön was los. Unter anderem durch das aktuelle Herbstcamp der FC Hansa Fußballschule. Für über 25 Kids dreht sich noch bis Donnerstag alles um das runde Leder und ihren Lieblingsverein. Und das gefällt nicht nur den Jungs auf dem Platz, sondern auch den Eltern. Super. Also er kann hier schon mal ein bisschen auch zeigen, was er im Training gelernt hat. Lernt natürlich viel Neues dazu, was er dann in seiner Mannschaft zu Hause vielleicht auch umsetzen kann. Wir fühlen uns hier sehr wohl. Wir sind alle super nett, die Trainer. Die Anlage ist klasse, die Versorgung ist klasse. Macht rundum Spaß, auch wenn das Wetter ein bisschen besser sein könnte.
Dass bei den Jungs keine Langeweile aufkommt, liegt an den zahlreichen Stationen und unterschiedlichen Übungen. Während der Camps der Fußballschule soll jeder Teilnehmer schließlich auch etwas dazulernen und besser werden. Wir haben Torschuss gemacht gerade vor und dann machen wir jetzt nach dem Mittag gleich Schnelllaufen da drüben und dann müssen wir noch da hinten das machen. Und vom launigen Herbstwetter lassen sich Nancy und ihr Sohnemann sowieso nicht den Spaß verderben. Wie auch, wenn es zusätzlich zum Fußballspielen auch noch tolle weiß-blaue Geschenke gibt. Wir haben die Sachen hier bekommen. Und dann kriegen wir noch eine Flasche, haben wir jetzt schon, und einen Ball. Wenn auch ihr bei den Feriencamps oder Spieltagsangeboten der FC Hansa Fußballschule reinschnuppern wollt, dann klickt auf die Seite www.fc-hansa-fußballschule.de. Hier findet ihr alle Termine und Anmeldemöglichkeiten. Obendrein habt ihr bei vielen Veranstaltungen sogar die Möglichkeit, eure Hansa-Idole hautnah zu erleben. So wie diese 12 Jungs, die am Dienstag am Torwarttag in Rostock teilgenommen haben und im Rahmen einer kleinen Pressekonferenz Fragen an das Profi-Torwart-Team der Kogge stellen konnten. Tipps und Autogramme gab es natürlich ebenfalls von Jannis Blaswig und Co. Und nicht nur die aktuellen Keeper der Kogge haben den Nachwuchstorhütern etwas beigebracht, sondern auch ein ehemaliger Profi des FCH. Neben Tobias Werk stand nämlich auch Jörg Hanel auf dem Rasen, um sein Wissen weiterzugeben. Ja, alle grundlegenden Sachen, oder ich hoffe mal alle grundlegenden Sachen, die so zum Torwartspiel gehören. Ne? Vieles auch mit Fuß, natürlich aber jetzt auch vieles mit Hand und flache Bälle, hohe Bälle, seitliche Bälle, alles, was in so einen Tag reinpasst. Und allem Anschein nach eine ganze Menge. Die Trainingsinhalte, die den Kindern bei der FC Hansa Torwartschule vermittelt werden, kommen in abgewandelter Form auch bei Hansa-Profikeepern zum Einsatz. Könnte man genauso im Profitraining machen, vielleicht dann eher mit Schüssen als mit Werfen. So früh wie möglich an komplexe Sachen ranführen. Ne? Mit Laufen, Werfen, sie sollen sich ein paar Sachen merken können, die Abläufe merken können und ja, auch selbstständig dort durchwechseln. Das passt ganz gut. Und genau hier im Rostocker Volksstadion wird es am 31. Oktober einen großen Hansa-Sobotnik geben. Wer Lust und Zeit hat, mitzuhelfen, das Volksstadion auf Vordermann zu bringen, erhält alle Informationen auf www.fc-hansa.de.